Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos. Acércate, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando. Mi cintura, cintura. ¿Por qué no bajamos a la playa para así practicar? Pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor. Besito a besito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, está el amanecer, porque mi Schönen guten Morgen. Jetzt sind alle munter, auch alle Zuschauer. Alle munter. Nächster Sommer, nächster Hit von Alvaro. Wir haben alle irgendwie noch Sophie im Ohr. Dankeschön. Jetzt kommt der Song, der übersetzt sowas wie Hüfte heißt. Genau, das stimmt. Das ist, genau, mein Cintura ist meine Hüfte sozusagen. Ja, und wie spricht man das richtig aus? Cintura. Cintura. La Cintura. La Cintura. Ja, das ist richtig gut. Ja, aber ich habe gehört, dass du ein bisschen Probleme damit hattest, weil du dich selbst nicht als großen Tänzer beschreibst. Genau, es war so ein bisschen so ein Experiment für mich selbst, um so ein bisschen einfach diese Angst, die ich hatte. Also immer wenn ich getanzt habe, dachte ich, oh Mann, okay, ich liebe Tanzen, aber irgendwie... Ah, sieht nicht so geil aus, oder es war, ich hatte dieses komische Gefühl, ne, dass ich glaube ich nicht alleine bin da in diesem Gefühl mit den ganzen Leuten auf der Welt. Das ist ganz lustig, weil ich kenne sehr viele Leute in Spanien auch, die sagen, du bist doch Spanier, du musst doch irgendwie tanzen können, und das stimmt gar nicht eigentlich, ne. Und, und guck dir aber Javi an zum Beispiel, ne. Ja. Ich habe das schon gesehen vorher, ja. Ich kann dir nur sagen, die Mädels in unserer Redaktion waren hin und weg, als sie gehört haben, dass du kommst. Dankeschön, aber nicht nur die Mädels hier bei uns in Österreich, ich habe gelesen, in Spanien, in Deutschland, in Japan und in Italien bist du vor allem so mega erfolgreich. Warum glaubst du, kommst du bei den Italienern so mega gut an? Weil ich, keine Ahnung, eigentlich. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass es geholfen hat, dass ich Italienisch gelernt habe. Mhm. Und dann hat man keine Wand, so Kommunikationswand ist einfach nicht mal da, weil man kann dann einfach offen miteinander sprechen, und ich glaube, deswegen fühlt man sich auch näher. Und aber ich habe auch, ich war ja auch Juror bei X Factor in Italien, das hat natürlich auch geholfen, und aber ich liebe Italien und deren Essen und deren Kultur, das ist einfach geil. Ist einfach herrlich, ja. Oder? Jetzt kennst du ja beide Seiten, du warst auf der einen Seite selber mal bei einer Castingshow dabei und jetzt als Juror bei einer richtig großen Show. Ja. Welche Seite behagt dir mehr? Also... Ich glaube, ich mag eher die Juror-Seite. Auf jeden Fall. Also man ist genauso nervös eigentlich. Aber es ist trotzdem irgendwie, natürlich, also es ist auch ein anderer Punkt in meinem Leben, auch im professionellen Leben, wo ich auch jetzt bin und wo ich davor war, als ich dann mitgemacht habe im Talent-Show. Deswegen ist es total anders. Man kann es nicht so richtig vergleichen. Aber es war eine sehr coole Erfahrung. Es war ein Jahr lang, und es war sehr, sehr cool und hat sehr viel Spaß gemacht. La
Cintura. Genau. Ja. Gibt es jetzt, dein Album kommt im Herbst. Wir wünschen alles Gute. Danke fürs Aufstehen. Vielen Dank. Komm uns bald wieder besuchen. Dankeschön, bis bald.